Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Uncensored Edition. Ich habe mir auch schon mal angeguckt, wie der Mondball so aussieht. Naja, ist jetzt nicht so hübsch. Naja, hätte ich vielleicht doch lieber die TM nehmen sollen. Rückkehr übrigens wäre es gewesen. Aber gut, das soll's. Koga. Mit 6 Fantasy sind wir da relativ gut. Wer könnte noch? Auf Hack and nicht. Kackspaten könnte noch. Zombiehirn und auf Hack and trifft es relativ hart. Also, 6 Fantasy macht's. Ich speichere mal zwischendrin. Ja, Pokédex 37 gefangen, 125 gesehen. Gar nicht mal so wenig. Ja, 7 Stunden gespielt und so. 13 Dildos. Okay. Das seht ihr sonst ja nicht, wenn ich hier zwischendrin mal speichere, zwischen den Folgen macht das häufig. Ein Kind wie du wagt es, mich herauszufordern. Die Idee lässt mich zittern in Myrte. Nun gut. Ich soll dich mit dem wahren Schrecken eines Ninja-Meisters beglücken. Gift tötet langsam, aber sicher. Schlaf lässt deine Leute hilflos sein und verzweifle an der aus dem unglaublichen Horror vom Gifttyp Pokémon. Okay, verzweifle. Koga. Ja. Ah ja, das levitieren wir. Wie nett. Konfusion. Das dürfte ein bisschen was abziehen. Oh, mehr als ich dachte. Aua. Ach, hör auf. Der Penner. Hätte ich wissen müssen. Hätte ich aber nochmal Konfusion nehmen sollen, weil dann hätte er seinen zweiten Trank auch gleich verschleudert. Aber naja. Ah ja, gut, noch eins. Zack. Super effektiv. Ja, Sludge und gleich kommt wieder der, gut, das war zu erwarten, dass wir irgendwann vergiftet werden in diesem Kampf. Ich vermute mal, es kommt gleich der Trank und wir benutzen mal Medizin. Zack. Ja. Glupp. Gut, mehr Konfusion. Na, ah, du Penner. Wird aber nicht helfen, denn ich benutze gleich Magical Leaf. Auch wenn es nicht effektiv ist, müsste es reichen, hat er gesagt. Na, klasse. Scheißen Dreck. Stinky! Was machen wir jetzt? Felsgrab vielleicht? Ah ja, da war ja was. Physisch defensiv, ne? Sind die ja. Gar nicht mal so schlecht. Wir benutzen mal Dragon Rage. Ein X-Speeder, kann er ruhig machen. Damit verschwendet er eigentlich einen Zug. Ah, eine Zitrusbeere. Ich habe mich schon gewundert. Müssen wir überleben. Jo. Sehr gut. Loing. Ja, der dürfte sich auch bald zu Glurak weiterentwickeln. Mack. Rückwärts gelesen, Kamm. Ein Slimog. Ja, komm, Dragon Rage. Ist das schon das Beste, was wir machen können? Na, jetzt relativ viel XP. Das mit der Explosion war ein bisschen assi, ne? Oh fuck, das könnte auch noch ein bisschen was herausreißen. Aus diesem Pokémon. Auch mehr schlecht als recht. Ich glaube, das ist speziell defensiv, ne? Ich kann erstmal einen Reflekt machen. Das dürfte nicht viel bringen. Nee. Das dürfen wir überleben, komm schon. Ah, der Zufallswert hat uns ein bisschen in den Hintern gekniffen.
Zombiehirn, das dürfte auch nicht viel machen können. Vielleicht nutzen wir mal einen Beleber. Einfach für den... Obwohl noch nicht. Wir warten mal noch für den Fall, dass wir es schaffen. Ja, wir sind natürlich langsamer, komm, das überlebst du. Jawohl. Vielleicht schaffen wir es ja, wir müssen einschlafen lassen und dann ein bisschen Fury cutten. Ja, schon klar, schon klar. Ach, Mann. Wenn wir das 3-4 Mal gemacht hätten, hätte es auch gereicht. Der Reflekt hat sich auch nicht wirklich gelohnt. Ich benutze mal Kotzkübel. Das müsste es überleben. Ich probiere trotzdem, ob wir das schaffen. Ohne alles. Also ohne Beleber. Ein Crit wäre ja schön. Naja gut. Scheinbar will das nicht. Pisskotzer, go. Beleber. Oh, Sex Fantasy. Das könnte jetzt trotzdem ein bisschen knapper werden, als es mir lieb ist. Weil ich glaube, wir haben jetzt keine Priorität dafür, ne? Sticky Hold. Benutze mal einen Supertrank. Dann schauen wir mal, wie viel wir aushalten. Genug. Ja, es ist sogar schnell genug. Ich habe eigentlich gedacht, er hätte das nochmal angreifen dürfen. Deswegen auch der Trank. Na gut, lief nicht ganz so wie gedacht. Die Explosion hat uns wirklich reingeritten. Oh, das ist beeindruckend. Ist es. Du hast gezeigt, dass du es wert bist. Hier, nimm die Seelenorden. Ja, erhöht die Verteidigung deiner Pokémon, das wusste ich gar nicht. Und diese TM, sie enthält einen Gift-Typ, ja, Move. Ah, Sludge Bomb. Ich habe schon gedacht, er gibt uns Toxin. Aber Sludge Bomb habe ich als gar nicht mal so schlecht in Erinnerung. Hier. TMs. Richtig. Zombiehirn. Könnte es lernen. Wir schauen mal, wie stark das Ding eigentlich ist. Wahrscheinlich möchte ich es ihm nicht beibringen, aber 90, genau. Ist das besser als Fury Cutter? Der Flash stört auch ein bisschen, ne? Dem hätte ich einen anderen Pokémon geben sollen. Fury Cutter hat wenigstens Stab, das heißt, die Power ist 40, danach 80. Also erst beim dritten Mal ist es stärker als Sludge Bomb. Na gut. Ja, bitte erstmal nicht lernen. Nein. Ja, danke. Haben wir sonst noch irgendwas, was ich nachgucken möchte? Ich glaube nicht. Ja, Thunderbolt, so ein schöner Attacke. Ich habe schon überlegt gehabt, ob unser Garadas, wenn wir es nehmen würden, das lernen könnte. Thunderbolt. Weiß ich nicht so recht. Gut, wir rennen wieder zurück. Nach Hause. Der Weg hier ist nicht ganz so kompliziert, das geht schon. So, damit haben wir es auch schon so gut wie geschafft. Zack. Und wir sind draußen. Huiuiui, erstmal heilen, würde ich sagen. Erstmal heilen. Ah, ich habe schon so oft mich auf den Luxusball gefreut. Alter, was für eine geile Idee. Da komme ich immer noch nicht drauf klar. So, wir schauen noch mal ganz kurz. Oh, Fuckit und Kackspatten sollten sich auch um Level 30 rum entwickeln. 6 von der See ebenfalls, Zombiehirn ist okay. Na gut, wir schauen erstmal. Ja, du warst ja mit der Angel. Und du sagst, ich brauche ein Ticket. Ahoi da! Ja, ganz genau.
Scheiße, ich habe eigentlich gehofft, wir bekommen hier Fliegen. Und jetzt sitzen wir hier fest oder was? Wir können hier nichts machen. In der Ecke der Welt. Dreck. Mist, hätte ich zuerst machen sollen, danach wären wir zurückgerannt zu Rocco und Co. Aber das konnte ich ja nicht ahnen. Auch dass es in dem Dörfchen fast nichts gibt, konnte ich nicht ahnen. Schade, schade. Oh. Puh. Ich habe nach dir gesucht, Stefan. Professor Eich hat das neueste Spielzeug, Gadget, und möchte, dass du es austestest. Du kannst nach Meliton gehen, ganz einfach von hier aus. Und ich gehe zur ASSN. Sehen uns später. Okay, es wird nochmal richtig interessant. Zwischendrin gab es ein bisschen eine Ebbe, der hat sich schon ein bisschen angefühlt wie ein richtiges Pokémon-Spiel. Aber es ist vom Balancing her echt gut gemacht. Da hatte ich mit, Goldini. Da hatte ich mit Pokémon Feuergrün schon, ja, also nur, wenn man es nur sieht als, vom Balancing her, der Kämpfe. Okay, whatever. Das holen wir uns. Ich überlege schon, ob ich es vielleicht nochmal cutten sollte, aber das lasse ich lieber. Anstattdessen werfen wir einen Pokéball. Bäm. Doink, doink, doink. Das haben wir bestimmt damit um, oder? Ich hab gehofft, dass unser Angriff nicht so hoch ist. Das ist sehr speziell, wenn ich mich recht entsinne. Kotzkübel. Ich will direkt nochmal nachgucken, entschuldige. Genau. Nee, stimmt nicht, haha, haha. Genau sagen und dann stimmt's überhaupt nicht. Nein, Angriff und Spezialangriff sind ähnlich hoch. Unser Schlampi war auf jeden Fall speziell. Tra 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 tra. Jo. Natürlich, Spitzname ohne Momento. Naja, das kann man schon machen. Das kann man schon machen. Hat genau einen Pickel mitten im Gesicht. Ja, ist ja für Scheiße. Schäme mich ein ganz kleines bisschen. Ich nehme gleich einen Schutz, wenn es hier so weitergeht. Tentacool, das finde ich überhaupt nicht cool von dir. Lustig. Dann wird es Zeit für... normaler Schutz? Superschutz. Blip, blip. Pflanzen wir schneller. Ich hoffe, dass ich hier noch mal ein paar Sekunden gut mache. Wahrscheinlich aber nicht. Weiter geht's. Komm schon. Wir haben es fast geschafft. Und dann schauen wir nochmal bei Professor Eich vorbei. Ah ja, der liegt immer noch dort. Da sind wir auch schon. Na jetzt, ich bin gespannt. Aber! Erst im nächsten... Guten Tag. Jesus, wo bist du geblieben? Und wo zur Hölle ist mein Assistent? Sag mir nicht, dass der Scheißer einen Tag freigenommen hat. Ich habe ein Gadget für dich gemacht und für Gary. Nun, ich mache das für Gary, aber du kannst das hässliche, nicht funktionierenden Prototypen bekommen. Du kannst es nehmen für versteckte Items zu finden. Ah ja, okay. Wusstest du? Gary ist viel, viel besser als du. Er ist auf Route 14 momentan. Und fängt super Pokémon dort. Glaube ich zumindest. Du bist einfach eine Null, Stefan. Geh weg. Blöder Penner. Was? Was starrst du mich so an? Du möchtest, dass ich deinen Fortschritt auf dem Pokédex bewerte? Gott. Nun, du hast 127 Pokémon gesehen.
Und du hast 38 gefangen. Nun, du hast mehr Pokémon gefangen wie ich. Aber es ist mir scheißegal. Bitte verschwende meine Zeit nicht weiter. Blöder Penner, ey. Will ich haben. Ha, so aufregend. Außerdem finde ich Professor Eich total geil. Ein Itemfinder. Puh, wenn ich den benutze. Wo überhaupt? Ach ja, bei den Großen bestimmt. Geht hier der Sackgang-Modus los? Naja. Naja. Item Finder ist ja hier ein bisschen... Könnte ein bisschen anstrengend werden. Ah. Na gut, ich mach den Rest der Folge nur noch ein bisschen Item-Gefinde.